Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sollen unseren Kelch befüllen und zwar in der Rotwasserquelle. Und dazu sind wir in diesen Dungeon hier reingegangen, müssen jetzt noch ein Stück weiter geradeaus laufen. Wir können uns das Ganze mal auf der Karte betrachten. Hier sind wir, in diese Richtung schauen wir gerade und wir sehen auch, dass wir dieses ganze Gebiet hier noch nicht erkundet haben. Das heißt, das ist jetzt alles neu. Hier unten links leuchtet der Pfeil. Bringe den Blutsteinkelch zur Rotwasserquelle. Und ich denke mal, dass man, wenn wir den Weg hier weitergehen, irgendwie dorthin kommt. So, jetzt haben wir ein Problem. Die Gegner sind verdammt stark. Und wir verdammt schwach. Naja, so schwach auch wieder nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in dieser Erweiterung hier doch gehörig zugelegt hat, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. So, ich schalte erstmal um wieder in die Ego-Perspektive. Ich hole mal hier meinen Hammer raus. Und jetzt gucke ich nochmal, was ich im Inventar habe. So, haben wir denn noch eine bessere Waffe? Was benutzen wir denn hier überhaupt aktuell? Den Zwergenstreitkolben. Das ist das Ding, was wir gerade benutzen. So, Schaden 16. Wir können natürlich auch mal versuchen, mit dem Bogen weiterzumachen. Aber nee, lassen wir mal. So, ich will aber noch was anderes schauen. Und zwar haben wir das Problem, dass wir keine Heiltränke mehr haben. Manche Gegner sind so stark, dass wir durchaus Heiltränke brauchen könnten. So, das heißt, den lege ich mal hier in die Favoritenleiste. So, der Wundertrunk der Gesundheit. Haben wir ansonsten was? Zaubertrank der kleinen Heilung. Auch die hier lege ich nochmal in meine Favoritenleiste. So, das müsste jetzt erstmal gewesen sein. Und ich gucke einfach mal, was passiert. Wir rennen da jetzt mal weiter. So, und da haben wir hier irgendeine schöne Kette runterhängen. Mit lauter Zacken dran. Ich glaube, da gehen wir besser nicht zu nah hin. Und oben auf dem Radar sehe ich auch einen Gegner. Da ist ein Hund. Komm her, mein kleiner Freund. Selbst der kleine Hund macht schon gehörig Schaden. Wir müssen jetzt ein Sekündchen warten hier, bis ich wieder voll bin. Und nicht zu nah an die Kette. Denn der Hund hat eben Schaden genommen davon. Und wenn das dem Hund passiert, dann passiert uns das auch. So, ich gehe nochmal hier rum. Ich habe da so ein bisschen Angst hier. Da ist noch... Ich wusste warum. Da ist noch ein Hund. Der hat uns noch nicht gesehen. Beziehungsweise gibt es hier vielleicht was. Wäre ja mal schön, wenn wir hier irgendwo eine Truhe finden würden mit 20 Heiltränken oder so. Aber ich glaube, das ist uns nicht gegönnt. Zumindest noch nicht. So, wir gehen da jetzt einfach mal weiter. Der Hund hat uns noch nicht gesehen. Da ist er. Jetzt kommt er angerannt. Und da vorne geht irgendein Sarg aus. Der Vampirmeister kommt. Leck mich am Arsch. Beziehungsweise, Moment. Wir hauen uns jetzt einen Trank rein. Und zwar den Wundertrunk der Gesundheit. Jetzt versuchen wir den mal irgendwie Platz zu machen hier. Da ist er schon. Ist der lebt der Hund denn noch jetzt? So. Heilung, Heilung, Heilung. So, das war's. Jetzt müssen wir ihn schaffen. Sonst war's das. Wo ist meine Waffe hin? Hat er uns schon wieder entwaffnet? Ich hab's gar nicht gelesen eben gerade. Der hat eine Stahlkriegsaxt dabei. Ist nicht so toll, die brauchen wir nicht. Und das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wo ist denn jetzt unser... Hab ich die jetzt aus Versehen aus der Hand genommen? Unglaublich, was mir alles passiert während dem Kampf. Aber okay, wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen langsamer machen, denn ich habe keine Heiltränke mehr. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, was ich gerade habe. Ich schaue nochmal auf die Karte. Es ist nicht mehr weit. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Beziehungsweise wir machen was anderes. Und zwar werde ich mich mal hier an die Stelle hier stellen. Die ist relativ sicher, zumindest sieht es so aus. Und wir speichern einfach mal schnell. So, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Dann laden wir einfach wieder rein, falls was passieren sollte. Da dieser Vampir kam da vorne aus seinem... aus seinem Sarkophag. Ist da jemand? Wo kommt die Stimme her? Hier ist niemand. Na, hat uns. Schön. Schön für dich. Deswegen mach ich trotzdem platt.
Okay, die hält nicht viel aus. Nehmen wir nochmal mit. Papierstaub, Eisenschwert kannst du behalten. Und da liegt auch wieder was. Da sind auch schon wieder bestimmt ein paar nette Tränke hier. Nee, da ist leider gar nichts. Verdammt. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, was haben wir hier vorne? Zum Glück sind diese Särge alle leer. Aber hier gibt es Heiltränke, oder? Sieht zumindest so aus. Ich weiß es nicht. Menschenfleisch. Menschliches Herz. Hm, das ist das Richtige für unsere düstere Vampirseele. Hier geht's weiter. Ich schau mal gerade. Ja, könnte sogar sein, dass wir da wirklich weiter müssen. Wundertrank der Regeneration. Das ist doch schon mal schön. Knochenmehl nehmen wir auch mit hier. Das Einbalsamierungswerkzeug, das kann wegbleiben. Okay, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Möglicherweise übersehe ich auch schon wieder was. Hier haben wir noch eine Tür. Oh, verdammte Schweine. Ich will aber die Truhe hier. 14 Gold und kleine Heilung. Na, immerhin. Da haben sich doch die Löcher, die wir jetzt haben, gelohnt. So, wir müssen da vorne weiter, ne? Sieht zumindest so aus. Da ist doch irgendwo wieder... Da ist das schon wieder irgendwas faul hier. Ah, Scheiße. Ja. Oh Mann, hier, da haben wir extra aufgepasst. Diese verdammten Fallen hier. Zum Glück machen die nicht ganz so viele Schaden. Da sind überall diese komischen Knöpfe. Ich weiß gar nicht... Ach, da oben ist das Gitter. Mit den Stacheln, mit den Dornen da dran. Es fällt uns wieder auf die Rübe. Da ist das nächste. So, schön weiter. Oha. Ah, sieht sehr leer aus, aber ich glaube, so leer bleibt das gar nicht. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir denn sind. Direkt geradeaus vorm Ziel. Und da vorne ist eine Tür. Oh, da läuft jemand. Ich versteck mich mal. So, was ist mit denen hier los? Aber ich glaube, die können sowieso nichts. Die kann ich ruhig zusammenschlagen. Das dürfte gar nichts machen. Na komm. Was war das? Ja, was war das? Hier drüben! So, ich hab's gewusst, die hält nichts aus. Der Vampir hält ein bisschen mehr aus hier. Nicht Gnade. Hier gibt's keine Gnade bei mir. Gnade geht's woanders. Oh, da ist noch jemand. Ein Skelett. Verdammtes Skelett. Wie schön die Skelette hier mit Pfeil und Bogen schießen können. Das ist der Knaller. So, was haben wir denn da noch? Jetzt nehmen wir alles mit hier. Seelenstein, die Schale. Gold. Jawohl, alles schön einstecken hier. Dauerfeuermodus an. Jetzt habe ich aus Versehen das Buch angeklickt. Ist das was wert? Nee, das ist nichts wert. Also brauche ich es mir auch nicht durchlesen. So, was haben wir hier noch Schönes? Arkane Verzauberer. Brauchen wir jetzt nicht, aber eine sehr schöne Truhe. Jawohl. Das ist geil. 200 Gold, Halskette. Nimm alles mit. Du trägst zu viel. Na, es war ja nur eine Frage der Zeit. So, das heißt, wir schmeißen wieder was weg. Was schmeißen wir denn jetzt am besten mal weg? So, das ist doch Drachenschuppen. Das kann das doch nicht einfach wegschmeißen. Das gute Zeug. Das ist nun leider schwer wie Blei. Ich hätte das vorher wirklich in die Kiste legen sollen, ich Idiot. Jetzt haben wir hier das Problem, dass ich nicht weiß, was ich wegschmeißen soll. Die Bekleidung ist immer relativ schwer. Dieser Helm, Eisenhelm der großen Veränderung. Veränderungszauber kosten 17% weniger. Magika. Komm, hauen weg. Aber der wiegt auch nur 5, ey. Haben wir nicht irgendwo noch was, was super schwer ist?
Lederrüstung der Ringveränderung. Ich glaube, die hauen wir besser weg. Die ist ein bisschen schwerer. Ist zwar schade um die schöne Rüstung, aber mein Gott, brauchen wir sie wahrscheinlich sowieso nie, weil ich ja ein Krieger bin. Ja. Zumindest die meiste Zeit, wenn wir nicht gerade Vampir sind. Ach nee. Sieht schon wieder viel aus hier, der Penner. So muss es sein. Schön niedergestreckt. Rotwasserquellenschlüssel. Jawoll. Vampirstaub, das nehmen wir mit. Den Trank auch. Das andere kann er behalten. Es ist schon mal schön, dass wir jetzt einen Schlüssel gefunden haben. Oh, dann kann ich mich schlafen legen. Das machen wir jetzt. Was ich nur nicht so ganz verstehe, das ist momentan. Weil wir kämpfen jetzt die ganze Zeit gegen Vampire. Aber ich bin ja eigentlich selbst ein Vampir. Oder gibt es da verschiedene Gruppen? Komme ich da nicht weiter hier? Na, jetzt geht's. Oder gibt es da verschiedene Gruppierungen von Vampiren? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Amulett von Akatosh. Wir müssen aufpassen, wir können noch 3 Kilogramm mitnehmen. Ich sage jetzt einfach mal Kilogramm dazu. So, und wo geht's weiter? Da vorne geht's weiter, ne? Ja, das ist sowas, was mir momentan noch ein bisschen Rätsel aufgibt. Wieso wir hier eigentlich gegen Vampire kämpfen? Oh. So, jetzt werde ich schon mal eins tun. Nochmal abspeichern hier. Wir sind am Ziel. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar Feinde, die uns davon abhalten wollen. Fülle den Kelch an der Quelle abgeschlossen. Sieht ja ziemlich geil aus. Kehre zu Garan Mariti zurück. Das ist zu schade. Den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, ja, zu schade. Fürst Harkons neuer Liebling starb leider. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um Vingalmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten! Ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Vingalmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ortjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Steht nicht nur rum! Alter! Ist das alles, was ihr könnt? Scheiße. Ich glaube, das wird hier nichts. So, die ist hin, aber der fehlt nicht wieder. Der Penner. Das war gar nichts. So, ich glaube, ich sollte mal wieder nach Heiltränken gucken, aber ich. Die haben vorhin einen eingesammelt. Ich habe nicht in die Favoriten das Leiste gepackt. Verdammte Scheiße. Wir müssen das packen jetzt hier. Und im allerletzten Moment haben wir es gepackt. Fülle den Kelch mit Vampirblut. Das können wir gerne machen. So, sonst hat er nichts dabei. Da ist hier die Tür. So, und wo ist die junge Lady, die wir eben gerade niedergestreckt haben? Da ist sie. Bier. Das Bier nehmen wir mal mit. Ansonsten brauchen wir nichts. Haben wir das jetzt automatisch hier befüllt? Ich glaube schon. Wir können ja nochmal nachschauen nach unseren Quests. Ich habe den Blutsteinkelch mit dem Quellwasser aus der Rotwassergrotte gefüllt und das Blut eines Vampirs hinzugefügt. Ich muss nun den Kelch zu Garan in der Burg bringen. Ja, ich glaube, das sind alles hier so mehr oder weniger Verräter. Es gibt halt doch nicht nur gute Vampire. Tja,
Wir müssen hier zurück. Ich würde aber sagen, bevor wir das jetzt machen, werde ich mir nochmal einen Speicherpunkt gönnen. Denn ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen hier. Und wenn wir das dann abgegeben haben, dann Leute, dann muss ich auf jeden Fall mal wieder zurückgehen und mein ganzes Inventar leerräumen. Was ist denn da vorne? Freund oder Feind? Oder ist da nur die Tür aufgegangen? Ich weiß es gar nicht genau hier. Wo geht es denn hier hin? Warte mal, wo sind wir denn hier? Ich muss nochmal auf die Karte schauen. Das haben wir abgeschlossen, also geht's hier zurück. Ich kann mich jetzt an diesen Weg hier gar nicht dran erinnern. Oh, noch ein Heiltrank, sehr schön. Nordmed brauchen wir nicht. Ich meine, normalerweise würde ich es ja mitnehmen, aber wir haben hier halt gerade ein Problem mit unserem Gewicht. Ah, alles klar. So, jetzt sehen wir diesen Shop mal aus der anderen Richtung. Geldbeutel, das können wir doch auch stehlen, oder? Ist doch egal, ist doch keiner mehr da. Hab's doch alle getötet. Das Brot wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich wollte Geld mitnehmen. So, was haben wir hier? Orkische Pfeile, Langbogen, Skoma-Flasche. Nö, lass das mal hier liegen. Sehr schön. Und wir können direkt wieder einen Abgang machen. Was ist mit dir hier? Wieso? Die habe ich jetzt nicht getötet. Was ist mit denen los? Die wurden jetzt alle von denen getötet, oder was? Ihr braucht etwas? Was ist denn mit dir los, mein Freund? Na ja. Gut. Bleib locker, Alter. So, das war der Weg, wo wir in der einen Folge hier die ganze Zeit draufgegangen sind. Ah, okay. Und da unten war diese Zelle, wo wir ausgebrochen sind. Okay. Aber hier gibt's, glaube ich, noch was. Nochmal ein Geldbeutel. Ein Gegengift. Zaubertrank. Zaubertrank. Dankeschön. Und eine Truhe. Da haben wir nochmal 51 Gold und nochmal einen Trank. So. Aber jetzt, glaube ich, war's das. Jetzt sind wir wieder überladen. Verdammt normal. Es waren zu viele Goldmünzen. Nein, es war was anderes. Irgendwas haben wir wieder eingesteckt, was Gewicht hatte. So, was haue ich denn jetzt mal weg? Was ist denn Schrott? Die Holzfäller-Axt. Nee, die brauchen wir für unsere Hütte. Einfach weghauen. Ebenerz. Gewicht 1. Wir sind genau um einen Punkt überladen. Verdammt. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Ach, die könnte ich auch wieder weghauen. Nee. Das Amulett von Akatosh. Eine Biene. Nee, Leute, ich brauche jetzt hier irgendwas, was mindestens ein Kilo, ich sag jetzt immer mal Kilo wiegt. Da haben wir hier ein Buch eingesteckt. Aber ich glaube, das haben wir schon gelesen. Das heißt, ich kann das jetzt hier wieder wegfeuern. Das feuern wir jetzt weg, weil das wiegt genau eins. So, R für fallen lassen. Und da liegt es auf dem Boden. Was hat das für einen Wert? Nichts. Warum habe ich das überhaupt dabei? Ist egal, wir hauen ab. Bleib locker, Alter. Wir hauen wieder ab jetzt hier. Und ich bin mal gespannt, ob es uns draußen jemand übel nimmt, dass wir hier alle getötet haben. Aber etwas? Na, scheinbar hat es keiner gemerkt. Ich brauche jetzt momentan nichts. Ich bin wunschlos glücklich, mein Freund. Wir gehen einfach wieder an die Oberfläche. Und damit wäre ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Ich bin immer ganz froh, wenn man aus diesen Dungeons wieder rauskommt. Denn ihr wisst ja, ich stehe auf Wälder und so weiter. So, dein Vampirblut blutet Wald im Sonnenlicht. Ja, es scheint wieder die Sonne. Hm? Na, meine Kleine. Was braucht ihr? Wie, was braucht ihr? Liebe brauche ich, viel Liebe. Entschuldigung. So, wir sind hier wieder im Wald. Die Blätter fallen gerade von den Bäumen. Sieht so ein bisschen herbstlich aus. So wie aktuell draußen, wenn man mal aus dem Fenster schaut. Und ich gucke jetzt mal auf die Karte. Wir müssen nämlich jetzt wieder, beziehungsweise schalten wir um auf die Weltkarte, wir müssen nämlich jetzt wieder ganz, ganz weit weg. Ganz da hinten hin. Das ist Malborn mit seiner Ausrüstung, genau. Und wir müssen hier
zur Burg Volkihar. So, da reisen wir einfach mal schnell hin. Und wahrscheinlich hat die Reise jetzt so lange gedauert, dass es nicht nur Nacht ist, sondern wieder Tag. Ja, irgendwas. Irgendwie ist es auf jeden Fall noch hell. So, und hier haben wir wieder ein Pferdchen. Irgendwas ist mit diesem Pferdchen faul. Man sagte mir in den Kommentaren, dass es mein Pferd ist. Ich weiß es nicht, weil mein Pferd ist eigentlich mal gestorben. Und seit der Zeit habe ich mir kein neues Pferd geholt. Also keine Ahnung, was mit dem Pferd los ist hier. Ich meine, okay, mich stört das nicht. Immer wenn man schnell reist, steht halt ein Pferd da. Und rein theoretisch könnte es ja auch mal benutzen. So, wir müssen zurück in die Burg diese Quest abgeben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann.